Der zweite Teil des sechsten Champions League Spieltages mit den Mittwochsspielen unter anderem Leipzig bei Schachtja Donetsk und Dortmund bei Kopenhagen. Leipzig hat es da wahrscheinlich mit einem etwas schwereren Gegner zu tun, mit Schachtja Donetsk, ist 3 Punkte vor Schachtja, hat aber hier die Aufgabe, das Spiel definitiv nicht zu verlieren. Wenn Schachtja Donetsk dieses Spiel gewinnt, dann ist Leipzig nämlich nur Dritter und das mit 9 Punkten, das wäre dann wahrscheinlich der beste dritte Platz in dieser Champions League. Aber das bringt ihnen dann auch wenig, weil sie dann in die Europa League müssten. Obwohl sie jetzt hier so relativ sicher schon weiter sind. Also sie brauchen hier mindestens ein Unentschieden, dann sind sie schon mal weiter. Sie können sogar mit Schützenhilfe von Celtic Gruppensieger werden, wenn Celtic gegen Real Madrid gewinnt und Leipzig gegen Schachtja Donetsk gewinnt. Wunderbare Konstellation wäre das. Und eventuell würde sogar ein Unentschieden reichen, wenn Real gegen Celtic verliert, weil ja Leipzig gegen Real mit 3:2 gewonnen hat. Aber wir wollen uns diese Rechenspielchen jetzt gar nicht so uns da reinsteigern, weil die Wahrscheinlichkeit dafür schon sehr gering ist. Schachtja hat gegen Real auch ein Unentschieden rausgeholt, aber auch nur ein Unentschieden gegen Celtic. Wenn sie gegen Celtic hier gewonnen hätten, dann hätten sie schon 8 Punkte und könnten hier ein bisschen mit mehr Selbstvertrauen ins Spiel gehen, denn das darf man ja nicht vergessen. Sie haben das Hinspiel gegen Leipzig 4:1 gewonnen und hätten dann im direkten Vergleich wesentlich bessere Karten. Allerdings, ja, wenn sie das Spiel hier gewinnen, ist Leipzig deswegen sicher draußen. Wie realistisch ist es? Unrealistisch ist es nicht. Wie gesagt, wir haben gesehen, die haben das Hinspiel schon 4:1 gewonnen. Leipzig ist zwar unter Rose stärker als zuvor unter Tedesco, aber sie sind jetzt nicht unschlagbar und Schachtja Donetsk kann immer mal wieder einen raushauen. Das hat man ja gesehen in der Vergangenheit. Es ist ein schwieriges Spiel, bei dem ich nicht auf die niedrige Leipzig-Quote gehen würde. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum die so niedrig ist. Wenn ja Schachtja hier mit dem Rücken zur Wand steht und dieses Spiel gewinnen kann, dann müsste Leipzig dann schon einfach noch einen Tick souveräner aufgetreten sein in der Vergangenheit, was sie nicht sind. Ich würde jetzt auch nicht auf Schachtja wetten gegen Leipzig, aber auch nicht auf Leipzig. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es hier wirklich ein paar Tore gibt. Also, dass beide treffen, gibt eine Quote von 1,7. Okay, aber nicht überragend. Dass mehr als 2,5 Tore fallen, gibt eine 1,7. Das ist doch schon mal etwas. Und für eine Kombi-Wette vielleicht über 2, das sollte auch sicher sein. Wobei die Quote auf über 2 ist eigentlich grottig. Da kriegst du nur eine 1,3. Über 2 heißt, es müssen mindestens 2 Tore fallen, müssen auch fallen bei beide Treffen und da kriegst du eine 1,7. Also das ist hiermit offiziell meine Lieblingswette bei dem Spiel, beide Treffen. Dann geht man der Frage aus dem Weg, wer wird dieses Spiel gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach ein Unentschieden wird. Das reicht Leipzig dann, um hier weiterzukommen. Gäbe eine Quote von 4,2. Das ist schon auch gut genug, um hier mit einer Vierteleinheit einfach direkt auf den Unentschieden zu gehen. Denn Leipzig muss nicht verlieren, aber zum Gewinn ist die Quote zu schlecht und auch irgendwie zu fraglich, dass sie es tun. Real gegen Celtic. Das habe ich jetzt ein bisschen zu übertrieben formuliert für das, dass es eigentlich das mit Abstand langweiligste Spiel ist. Und was soll man hier großartig dazu sagen? Real muss gewinnen, wird das wohl auch gewinnen, warum sollten sie nicht? Und dass viele Tore fallen, würde ich gar nicht mal so unbedingt erwarten. Dass es ein klarer Real-Sieg wird, auch nicht. Die haben es nicht nötig, hoch zu gewinnen. Ein niedriger Sieg reicht ihnen auch, deswegen werden sie das Spiel vielleicht 2-0 oder so gewinnen. Aber das ist genau das, was die Buchmacher mit dieser Asian Handicap Line von -2 erwarten. Und deswegen, bei so einem Favoriten-Ding, wo der Favorit so klarer Favorit ist, kann man im Endeffekt eigentlich nicht wirklich was gewinnen. Aber es ist zu riskant, dass die einfach hier im letzten Spiel nicht mehr Vollgas geben. Also, das sind immer diese Unterstellung, aber das glaube ich jetzt auch nicht, dass der Champions League-Titelverteidiger jetzt sich hier von Celtic irgendwo ärgern lässt. Spannendere Gruppe E, erster Chelsea mit 10 Punkten, mehr oder weniger durch. Die brauchen halt einen
Sieg gegen Zagreb, dann selbst wenn der AC Mailand gewinnen sollte, zählt der direkte Vergleich und da steht Chelsea besser da. Deswegen, ja, Chelsea gegen Zagreb uninteressant, aber AC Mailand gegen Red Bull Salzburg höchst interessant. Da geht es ums Weiterkommen ins Achtelfinale. Und die Mailänder sind haushoher Favorit und das entspricht der nicht unbedingt der Realität. Wenn man, wie ich, das Spiel Turin gegen AC Mailand gesehen hat am Sonntagabend in einer Sportsbar, habe ich mir das reingezogen und es war wirklich ein Grottenkick und Union, also Turin, der AC Turin, hat dieses Spiel lange Zeit einfach dominiert und 2-0 geführt und der AC Mailand ist der ja durch einen Torwartfehler, also Fehlpass und dann Schuss aus, wo der Torwart rausgelaufen war, noch zum Anschlusstreffer gekommen und am Ende hat sich Turin gefreut wie Bolle, dass sie den großen AC Mailand, der Dritter jetzt ist in der Serie A, dass sie den besiegt haben. Und da kommt halt der Kritikpunkt, weil ich frage mich, wie die mit dieser Spielweise und diesen Spielern auch Dritter sein können in der Serie A. Denn das hat mich ja alles andere als beeindruckt, was Mailand da zu bieten hatte. Deswegen muss Salzburg definitiv auch keine Angst davor haben. Wenn auch die Österreicher jetzt im Hinspiel zu Hause nur ein 1:1 geholt haben, sprechen die Quoten doch schon so ein bisschen die Sprache, dass das Value hier schon bei der Mannschaft ist, die die wesentlich höhere Quote hat. Heißt nicht, dass ich davon ausgehe, dass Salzburg gewinnt. Könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Deswegen habe ich hier eine Gambling-Wette Deluxe. Wenn ein Außenseiter eine so hohe Quote hat, ich mir aber vorstellen kann, dass die durchaus gewinnen, dann riskiere ich mit einer Wette auf Asian Handicap minus 1,5 auf Salzburg. Nicht unbedingt mehr, kann aber wesentlich mehr gewinnen. Das heißt, Salzburg muss mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Dann gewinnt man eine 17er-Quote. Und wie gesagt, wer das Spiel gegen Turin gesehen hat, der wird mir vielleicht beipflichten und sagen, ja, dieser AC Mailand ist eine Schande für den Namen. Und dementsprechend kann Salzburg dieses Spiel gewinnen. Aber das ist wirklich, wie gesagt, nur die Gambling-Wette, die wollte ich jetzt als erstes nennen. Die absolut beste Wette ist einfach diese Asian Handicap-Line bei um die Zweierquote. Asian Handicap plus 1 auf Salzburg bedeutet einfach, selbst wenn Salzburg dieses Spiel mit einem Torunterschied verlieren sollte, kriegt man das Geld zurück. Bei einem Unentschieden oder einem Sieg der Salzburger gibt es eine Zweierquote. Also das halte ich für eine sehr, sehr gute Wette, weil Salzburg hier zumindest ein Unentschieden holen dürfte wie im Hinspiel und dann sich erhobenen Hauptes in die Europa League verabschiedet. Aber vielleicht nutzen sie auch ihre Chance, einen derzeit wirklich schlagbaren AC Mailand zu besiegen und ins Achtelfinale einzuziehen. Das wäre doch dann klasse. Dass beide treffen bei einer Quote von 1,78, ja, das ist dann schon eine Spekulation. Finde ich die andere Wette wesentlich besser. Und in der Gruppe gibt es dann das Spiel zwischen Chelsea und Zagreb, das ich schon erwähnt hatte. Da kann Chelsea einfach sich für die Niederlage im Hinspiel revanchieren, als dann Thomas Tuchel auch entlassen wurde. Unter Nachfolger Potter läuft es jetzt auch nicht wesentlich besser. Sie haben unter anderem Punkte gegen Brentford verschenkt und jetzt gegen Brighton verloren. Jetzt sagt man natürlich, Brighton ist gerade so die Sensation auf der Insel, klar. Aber Chelsea ist halt einfach ein Milliardenteam. Beinahe, was die Spieler und die Möglichkeiten angeht. Dementsprechend sollten die hier einfach gewinnen. Dass Zagreb dem was entgegenzusetzen hat, glaube ich nicht mal. Interessant wäre es trotzdem, auf beide Treffen 1,91 zu gehen. Auf der anderen Seite müsste das ja dann auch eine Wette daraus sein, dass Zagreb ein Tor schießt. Das war zwar im Hinspiel der Fall, aber sonst eben auch nur bedingt in dieser Champions League-Saison, wenn man sieht, dass die nur 3 Tore geschossen haben. Dass sie auch nur 9 kassiert haben, kann man jetzt eigentlich schon als so kleinen Erfolg werten, weil man ja den Kroaten jetzt nicht unbedingt viel zugetraut hätte. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da fehlt mir irgendwie die Begeisterung für dieses Match, deswegen enthalte ich mich hier auch mit
Empfehlungen und mein eigenes Geld würde ich da sowieso nie drauf setzen. Für Dortmund geht es einfach um gar nichts mehr. Die sind sicher weiter im Achtelfinale. Gratulation. Sollten natürlich hier sich jetzt nicht blamieren gegen eine Mannschaft, die noch kein Tor geschossen hat. Sorry, hier sieht man es. In dieser Saison in der Champions League 0:11 Tore erwartet man von Dortmund einen Sieg. Dafür finde ich diese Quote von 1,75 sogar sehr, sehr gut, muss man sagen. Jetzt wissen wir natürlich, dass Dortmund uns schon oft hängen gelassen hat, vor allem in der Bundesliga zuletzt. Und dieser Sieg gegen Frankfurt war ja auch mehr Glück als Können. Nichtsdestotrotz ist Dortmund jederzeit in der Lage, gegen Kopenhagen zu gewinnen. Gerade wenn es eben jetzt auch noch ein bisschen Geld geht und einen guten letzten Champions League Auftritt, hoffe ich doch, dass Dortmund sich da ein bisschen besser präsentiert nochmal als wir es oft gesehen haben, wobei ich ihnen jetzt auch ein bisschen Unrecht tue. Sie haben sie ja auch in ein paar Spielen wirklich gut gezeigt und dass sie gegen Frankfurt gewinnen, kann man auch so darlegen, dass sie einfach sehr effizient waren und ihre Chancen genutzt haben und einen super Torwart hatten und auch beim Verteidigen das nötige Quäntchen Glück und so weiter. Das brauchst du halt einfach und das macht eigentlich Spitzenmannschaften aus. Der berühmte Bayern-Dusel war es ja früher, jetzt ist es vielleicht der Dortmund-Dusel. Also lange Rede, kurzer Sinn, 1,75 auf Dortmund eine gute Wette. Manchester City gegen Sevilla, kein Spiel könnte mich weniger interessieren als City. Da geht es ja eigentlich nur darum, ob Erling Haaland wieder megamäßig einbombt, nachdem er gegen Dortmund ja nicht getroffen hat, als eines der wenigen Spiele in seinem Leben, in denen er kein Tor geschossen hat, muss man fast sagen, ist City hier jetzt natürlich sehr hoher Favorit. Ob Haaland dann überhaupt hier voll reingeworfen wird von Guardiola, der sich ja gegen seine Heimat, gegen die Spanier da, vielleicht ihnen noch ein paar Punkte zukommen lassen will. Warum auch immer, keine Ahnung, Pep ist halt ein verrückter Typ. Könnte ich mir vorstellen einfach, dass Sevilla ein Tor schießt, 1,95. Drauf wetten ist natürlich wieder was anderes. Wie gesagt, das Spiel interessiert mich nicht. Wie schaut es bei dir aus? Dann schreib gerne deinen besten Tipp dazu in die Kommentare. Lass es uns alle wissen im Vorfeld. Juve gegen Paris. Auch ein Spiel, das sich viel besser anhört, als es ist, weil Juve diese Saison einfach nicht Champions League reif war. Das hat sich gezeigt. Sie sind schon sicher ausgeschieden durch die Niederlage gegen Maccabi Haifa. Hat man gedacht, könnte das ein Ausrutscher sein? Nein, war es nicht. Benfica ist einfach besser gewesen auch, hat 4-3 gewonnen und Juve rausgekickt. Deswegen sehr schwer sogar die Situation für Juve. Sind sie abhängig von Paris und vom Parallelspiel, ob sie überhaupt in die Europa League kommen. Und das wäre dann natürlich der absolute Super-GAU sogar noch, wenn Maccabi es schaffen würde, vielleicht einen Punkt zu holen und Juve verliert hier gegen PSG, dann wären sie nicht mal in der Europa League. Zwei sehr unwahrscheinliche Variablen, das stimmt natürlich, aber auch nicht unmöglich. Hier sollte Paris gewinnen, sie müssen es allerdings nicht unbedingt, naja gut, sie... Man kann davon ausgehen, dass Benfica auch gewinnt. Also wenn Paris Gruppensieger werden will, dann müssen sie dieses Spiel gewinnen. Die Quote von 1,7 gegen eine sehr schwache Juve-Mannschaft ist auch sehr gut, so wie der Dortmund-Sieg bei Kopenhagen. Gefällt mir sehr gut, dass Paris das macht. Vielleicht auch mit einem Torfestival. Wir haben ja gesehen, Juve kann Tore schießen, kassiert, aber selbst gegen Benfica 4, da sollte doch diese Power-Offensive von PSG ebenfalls zu Potte kommen. Die Wette auf über 3 Tore gibt eine Quote von 2,08. Und Maccabi Haifa hat 2 Tore gegen Juve geschossen. Das heißt, PSG muss 2 Tore schießen. Eher 3, was realistisch gesehen ist, weil jeder dieser Topstars will natürlich immer sich in die Torjägerliste eintragen, wie wir hier sehen. Messi 4-mal, Neymar bisher 2-mal, wenn er denn spielt, der Gesichtslose. Und Mbappé halt schon 6 Tore. Also sehr viele interessante Wetten. Ich bleibe trotzdem einfach beim langweiligen PSG-Sieg mit einer Quote von 1,7. Das halte ich für eine sehr gute Quote und eine sehr gute Wette. Und bei dem Über kann man natürlich
auch machen, ist jetzt aber nicht so meine Lieblingswette. Und wir haben es gesagt, Maccabi Haifa gegen Benfica. Jetzt kann Haifa ja wirklich hier eine kleine Überraschung schaffen. Und wenn sie hier einen Punkt holen, zum Beispiel zu Hause gegen Benfica, könnten sie in die Europa League weiterkommen und Juve quasi ausschalten, nachdem sie ja Juve schon besiegt hatten. Das hielt man ja auch schon für unmöglich oder für, man weiß es nicht. Und dann haben sie halt gegen Juve zu Hause 2-0 gewonnen. Warum nicht auch gegen Benfica? Weil Benfica auch um den Gruppensieg kämpft. Die haben gegen Paris 2 Unentschieden gehabt. Es geht hier wirklich ums Torverhältnis dann. Und da sind sie zwar ziemlich weit weg, könnten aber mit einem absoluten Kantersieg, ich sehe ein 5-0 oder 5-1, könnten sie hier sich den Gruppensieg vielleicht noch holen. Wenn natürlich PSG zeitgleich noch ein paar Tore gegen Juve schießt, wie ich das ja auch erwarte, dann wird es wieder nichts. Aber nichtsdestotrotz sollte PSG das gewinnen. Auch hier eine Quote von 1,7 auf eine Mannschaft, die bisher super war in der Champions League und auch dieses Spiel gewinnen muss, mehr oder weniger. Finde ich eine sehr, sehr gute Quote mit 1,7. Fallen viele Tore, habe ich schon gesagt. Ja, über 3 mit einer Quote von 1,92 wäre eine Option. Könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass Maccabi versucht, dieses Spiel einfach so lange wie möglich 0-0 zu halten. Dass man hier in der ersten Halbzeit zum Beispiel ein X sieht. Die Quote für 2,5 reißt mich aber nicht vom Hocker. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Halbzeit-Endstand zu wetten. Erst ein Unentschieden, dann ein Sieg für die Gäste. Aber gibt es viele verschiedene Möglichkeiten in diesem Spiel, wie das dann am Ende ausgeht. Unentschieden auswärts gibt auch nur eine 4,8er Quote. Ja, schon sehr vage alles. Also interessanterweise fassen wir zusammen, gibt es doch einige interessante Siegwetten. Und zwar eben unsere Crazy Loco Bet auf Salzburg mit Asian Handicap minus 1,5. Das heißt, die Salzburger müssen mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Dann kriegst du eine 17er-Quote. Und dann kannst du sagen, der Typ hier hat's gesagt. Ansonsten, noch eine bessere Wette ist eigentlich Asian Handicap plus 1 auf Salzburg mit einer 2er-Quote. Da kannst du fast nichts falsch machen gegen diesen schwachen AC Mailand zurzeit. Dortmund muss gewinnen gegen Kopenhagen, 1,75er-Quote. Paris muss gewinnen gegen Juve, 1,7er-Quote. Und Benfica muss gewinnen gegen Maccabi Haifa, auch eine 1,7er-Quote. Und dann waren das die Vorrundenspiele der Champions League. Wir sehen uns in der Champions League nächstes Jahr wieder zu den Achtelfinals. Aber natürlich nächsten Donnerstag schon zur Fußball-Bundesliga wieder. Bis dann!